Herzlich willkommen zu unserem heutigen informativen Video. Mittlerweile ist der Mai gekommen und der Mai und das Frühjahr ist die gefährlichste Jahreszeit, denn da schießt der Salat und die Bäume schlagen aus. Spaß beiseite. Wir haben immer noch unser Corona-Thema und eine der häufigsten Fragen, die an mich herangetragen wird, ist die Frage, ob man denn jetzt mit einem Virus infiziert ist oder nicht. Und es gibt natürlich die Variante mit dem Abstrich. Sie wissen ja, das ist an einem bestimmten Zeitfenster sensibel und dann auch wieder nicht. Und dann gibt es die Variante mit dem Antikörper, der dann irgendwann positiv wird und von der WHO teilweise kontrovers diskutiert wird. Es gibt aber auch die Möglichkeit, innerhalb von 10 Minuten mit einem Blutstropfen herauszufinden, ob Sie überhaupt momentan mit einem Virusinfekt sich auseinandersetzen. Und wie das geht, das erkläre ich Ihnen gleich. Es ist gut bekannt, dass wenn jemand in eine Krankenhausambulanz kommt und eine gewisse Schwere eines Krankheitsbildes hat, dass man die Frage stellt, braucht diese Person jetzt ein Antibiotikum oder nicht? Es geht also um eine Weichenstellung. Und bekannt ist ja, dass ein Virus durch ein Antibiotikum nicht zu bekämpfen ist. Ein Bakterium aber sehr wohl. Beide können zu einem deutlichen Krankheitsgefühl führen und können auch Entzündungswerte wie das C-reaktive Protein erhöhen. Die Besonderheit eines Virus, nicht des Schnupfenvirus, aber einer klassischen Viruserkrankung, also Grippe und auch SARS-CoV-2, also unser Covid-19 und andere schwere Viren, die Lungenentzündungen machen, scheiden oder führen dazu, dass über die Stimulation von Interferon Alpha und Beta das Myxoresistenzprotein A freigesetzt wird. Und das bereits 2 Stunden, nachdem Sie merken, oh, ich glaube, mir geht es jetzt richtig dreckig. Und wenn man dann die Erkrankung nicht von alleine überwindet, also sozusagen einen ansteigenden oder anhaltenden Krankheitsverlauf hat, dann ist dieses Myxoresistenzprotein A positiv. Und das können wir innerhalb von 10 Minuten mit einer kleinen Blutprobe bestimmen. Da können Sie auf das Ergebnis warten. Und wenn das Ergebnis positiv ist, dann lohnt sich ein Abstrich. Dann sollte man wirklich gucken, was Sie haben. Und wenn es negativ ist, dann haben Sie wahrscheinlich einen bakteriellen Infekt. Auch dann könnte man einen Multiplex respiratorisch machen, um herauszufinden, welches Bakterium Ihnen jetzt diese Atemwegsbeschwerden macht, um dann in diese Richtung bereits zu therapieren oder Sie auffordern, tief hoch zu husten und dann das auch zu bebrüten, um ein Antibiogramm zu machen, wenn man denn die Zeit noch hat, auf die Antibiose zu warten. Und ansonsten eben arbeitet man wie immer auf Verdacht und kriegt aber dann in kurzer Zeit ein Ergebnis, um gegebenenfalls eine Kurskorrektur zu machen. Das nimmt dann sehr schnell innerhalb von 10 Minuten die Angst und gibt Informationen und Antwort, habe ich einen Virusinfekt oder nicht. Und jetzt zum zweiten Thema. Wir können ja jetzt mit schnellen Testen IgM und IgG, also akute Immunreaktion und Bildung von Gedächtniszellen, auf Covid-19 bereits testen. Und wenn das Testergebnis positiv ist, dann muss ein zweites Testverfahren erfolgen mit einem Test in einem anderen Labor sinnigerweise, damit man nicht mit den gleichen Testen das gleiche Ergebnis wiederholt, um zu gucken, ob es sich bestätigt. Die Tests, die momentan im Umlauf sind, jedenfalls der, mit dem ich arbeite, ich kenne ja nicht alle Tests, haben ein Zertifikat, das in Deutschland erstellt wurde für die Wertigkeit des Testes und in der Testbeschreibung steht, dass eindeutig das Covid-19-Antigen vorhanden ist. Die Tests kommen aus China, das heißt, dort gab es genügend Antigene, um sozusagen auch zu ermöglichen, dass der Antikörper aus Ihrem Blut genau dieses Antigen, nämlich Covid-19, findet, andockt und sagt, hey, ich habe es gefunden. Die Weltgesundheitsorganisation sagt jetzt, ich finde noch keine echte Studie darüber, aber zumindest die Medien sagen, dass so ein Test keine eindeutige Sicherheit liefert. Wie kann das sein? Man hat also jetzt evolutionär geschaut rund um die Welt, wie sind eigentlich die Viren, die
zu Covid-19 gehören, aufgestellt. Man wollte wissen, wo ist eigentlich die Ursprungserbinformation und wo ist die Quelle dieses Virus. Man weiß ja, SARS-CoV-1 sollte sich weiterentwickelt haben über Antigendrift in 2. Und man wusste ja, dass zumindest ein wesentlicher Überträger die Fledermaus ist. Und die hat diesen Typ A. Andere Überträger, es wurde ja auf dem Markt verkauft, die Leute haben da keine Fledermäuse gegessen, müssen offensichtlich diesen Typ C enthalten haben. Und die in Wuhan Erkrankten hatten auch überwiegend diesen Typ C und zu geringen Teilen den Typ A. Und bei uns in Europa ist überwiegend der Typ C vertreten. Bei der Grippe haben wir auch Untertypen, haben wir auch Antigendrift, haben wir auch nicht 100% Schutz bei einer Impfung. Und so kann es natürlich sein, dass wenn wir jetzt einen besonderen Schutz gegen den Typ C haben, weil das Virus ist, mit dem wir Kontakt haben, wir eine gewisse Schwäche zum Typ A und auch zum Typ B haben und damit auch eine Reinfektion haben könnten. So, jetzt haben wir über die Situation gesprochen, ich fühle mich krank, ich bin krank. Gut ist natürlich, wenn man gar nicht erst krank wird oder wenn man krank wird, dass man einen blanden Verlauf hat. Daher ist es grundsätzlich wichtig, sich um sich zu kümmern und wirklich nochmal zu schauen, wie bin ich eigentlich immunologisch und mikronährstofftechnisch aufgestellt? Können meine Zellen im Zweifel auch auf irgendein Depot zurückgreifen? Denn das Erste, was ihnen bei so einer Erkrankung verloren geht, ist der Appetit. Und darüber hinaus gibt es natürlich besondere Anfälligkeiten. Ganz junge Menschen und auch ältere Menschen. Und das würde jetzt wirklich den Film sprengen, aber dazu habe ich mit guten Verlinkungen heute einen Newsletter geschrieben und den finden Sie auf meiner Homepage mit dem Datum 2. Mai 2020. Viel Spaß beim Lesen.